Neuer Dorfbewohner geboren. Okay, jetzt sind wir in etwas. Okay, Platz für 48 Bewohner, sehr gut. So, Leute, jetzt macht hinne hier. Was ist eigentlich mit dem Imker? Honig? Ah, okay. Er hat so seinen Kreis. In Ordnung. 15%. 25%. Und 20, wie wärst du? 26, ist jetzt auch nicht der Burner. So, bau das, kostet 50 Gold, aber ist egal. Muss jetzt sein. Wohnraum. Können wir da noch was hinpacken? Ja, wir könnten. Warte mal kurz. Dann bauen wir da auch noch was hin und dann machen wir... Neuer Dorfbewohner. Sehr gut. Der hat hier schon, aber hier hinten wäre nicht schlecht. Noch ein Dings. Okay, einer geht wenigstens rein. Null Arbeiter, das ist schlecht. Aber wenigstens passiert was. Wenigstens kriegen wir Ressourcen ran. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir es nicht mehr abbauen, dann machen die das jetzt. Dann brauchen wir uns nicht einmal darum kümmern. Sondern dann machen die das jetzt, das Arbeitercamp. So, haben wir hier hinten schon was gebaut? Nein, ne? Ja. So, okay, dann machen wir das so und dann bauen wir das Soundtor rein.
Dasselbe machen wir hier natürlich auch. Zauntor und den Zaun an sich. So, neuer Dorfbewohner, 3 neue sind dazugewandert. Sehr gut, langsam geht's doch voran. So muss das doch sein. Sehr gut. So, das wird umzäunt. Das ist gut. Und wie weit bist du hier? Was ist hier los? Die Heimstadt. Hat er schon geupgradet oder was? Das wäre geil. Hat er geupgradet? 21%. Tatsächlich, der ist auch so weit. Der bräuchte, was braucht er nur? Nur 2 verschiedene Nahrungsarten. Okay. Das ist ja geil. Okay, jetzt läuft alles. Finde ich geil. Guck mal, wie schön das aussieht hier. Neues Häuschen. Hat doch was. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Gut, so, wie sieht es hier hinten aus? Habt ihr schon mal angefangen, das hier zu bauen? Nein, noch nicht. Oh, das ist mal fertig jetzt. Felder laufen, wunderbar. So muss das sein. Ziegelhäuser, okay. Apropos Ziegelhäuser, warte mal kurz. Arbeitercamp, Tongrube, Eisenmine, Goldmine, Kohlemine habe ich noch gar nicht gesehen. Sandgrube haben wir nicht in der Nähe. Die Imkerei habe ich gerade gebaut. Die Töpferei. Oh, Typhus. Na toll. Das ist ja mal nicht so geil. Bauen wir da oben mit hin. Was macht der nix? Imkerei. Seifensiederei. Da hast du gesagt, der benötigt. Okay, die macht auch wieder Dreck. Also hier unten mit hin. Holzkohle, da könnten wir Holz verballern. Rüstungsschmiede, dafür brauchen wir aber Kerzenwerkstatt. Können wir hier mit ranpacken, ist kein Problem. Und den Handelsposten sollten wir dann ja vielleicht auch mal bauen, ne? Den sollten wir dann ja auch mal bauen. So, wenn ich den hier hinpacke, ist nicht gut. Packen wir ihn da hin. Bauen hier noch eine Straße durch. Bretter und Steine fehlen. Okay, das müssten eigentlich die hier ranholen. Ja, guck, hier gehen sie sammeln. Sehr gut. Wunderbar. Ich höre schon wieder den großen bösen Wolf.
So, Nahrungsproduktion. Da könnten wir jetzt natürlich. Da brauchen wir Mehl und dann um die Bäckerei. Und die Baumschule. Muss man dann bei der Baumschule. Ist es dann so, dass man dort. 90%, wow. Dass man dort dann selber Fruchtbäume anpflanzt, oder wie? %, da oben. Da gibt es nur Obst, ja, warum denn nicht? Gebäude angegriffen? Wo? Was ist das? Ein Bär. Nicht gut. Alle Mann, bringt euch in Sicherheit, bis das Vieh tot ist. Er geht auch noch hinterher. Dann können wir wieder raus, ab in die Arbeit. Danke, Colonel Hogan, für dein Sub. Jetzt schon im 18. Monat. Leck mich am Fuß, sage ich nur. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, das ist auf jeden Fall lang. Hammer. Vielen lieben Dank. Das ist richtig lang. Doppelte Schwangerschaft. Würde ich mal behaupten. Ach so, meine Haare. Ja, das war ursprünglich anders geplant, aber es kam mal wieder anders als es eigentlich sollte. Leck mir am Fuß, das Käse. Und danke für die Punkte. Was haben wir denn in die Windmühle? Oh, die ist auch groß. Oh, die macht echt. Die macht Minusattraktivität. Eine Windmühle macht Minusattraktivität. Das ist ja. Minus 77 macht die Attraktivität. Das ist ja der Hammer. Auch danke für deine Punkte, Ebis. Können wir noch was upgraden? Es fehlen hier nur Holzbretter oder was? Tatsächlich, es fehlen nur Holzbretter. Es fehlen Holzbretter. Dann würde es hier weitergehen. Dann würden wir weiter upgrades fahren. Logo, die ist ja auch laut, okay. Fünfzehn Baumstämme. Hier kommt irgendwie nicht so richtig was an Land, ne? So richtig rangehen tut's nicht hier. Komm, ich packe jetzt einfach mal ein paar Leute da rein. Scheißegal. Das muss ja mal ein bisschen Gas geben. Hab gerade Meldung bekommen, dass du streamst. Das ist Twitch, ne? Okay, die geben jetzt hier mal Gas, das ist gut. Ganz ehrlich, ich werde hier trotzdem noch mal ein Feld dran setzen, dass sie da noch mal was holen. Ich brauche Holz. Aber wir haben noch keinen Toten. Ja, ich weiß, dass wir mehr Holz brauchen. Ich würde aber gerne upgraden. Stein, Eisen, 350 Goldbarren, Wahnsinn. Okay, jetzt holen Sie wenigstens Holz, das ist gut. Ton kommt auch nicht gerade an Land, also momentan ist wieder so ein bisschen Eigentlich wollte ich sie mit einer Maschine schneiden, aber die Maschine kam irgendwie nicht. Also ursprünglich wollte ich ja zum Friseur.
Friseur war so, dass, obwohl er auf dem Internet angekündigt war, dass er dort ist, sprich, ne, dass das Ding offen hat, war nichts da. Sagen dann Gold selber herstellen, ist auch knapp, okay. Dann musste ich improvisieren, dann wollte ich mir die Haare selber schneiden mit der Maschine. Das hat nicht so geklappt, weil die Maschine kam irgendwie nicht durch meine Haare. Es hat eine Stunde gedauert, bis ich irgendwas ein bisschen was ab hatte. Über den Handel kannst du eine Menge machen. Okay, ja, ich bin ja schon dabei, das Handelshaus zu bauen hier hinten. Wie gesagt, ne, das hat dann nicht geklappt. Dann hatte ich die Schnauze voll nach einer Stunde und dann habe ich sie mir einfach abgeschnitten. Das war mir dann einfach zu doof. Muss ich ehrlich sagen. Kerzenwerkstatt haben wir hier. Ja, irgendwann verlierst du auch mal die Geduld, ne? Und ich hatte keinen Bock, mal meine kostbare Freizeit damit zu verschwenden, dass ich da ewig brauche, um da was zu machen. Da hatte ich einfach keinen Bock. Okay, hier wird jetzt schon mal Weizen oder was ist es eingelagert? Das ist gut. Alles klar, lass dir schmecken. So. Ich brauche auch mal Eisen. Okay, hier oben bauen sie anscheinend jetzt schon das... Ach, die haben hier schon angefangen, das Eisen abzubauen. Ja, das ist ja auch krass. Okay, die sind da schon dabei, Eisen abzubauen. Das ist ja interessant. Nee, habe ich noch nicht. Kornlager habe ich noch nicht gebaut. Was ist denn hier los schon wieder mit euch? Hier oben. Und ein Wildschwein hier oder was? Oh, alle mal in die Häuser, hier läuft. Hier lief ein wildes Schwein durch die Gegend. Ich überlege ja, ob ich eine Palisade drumherum baue, damit hier keine Wildschweine und so weiter mehr reinlaufen können. Okay, 12 Steine, das ist schon mal gut. Ne, die Kornkammern habe ich noch nicht gebaut, aber das sollten wir jetzt mal angehen. Was ist das denn hier? Fassbinderei haben wir auch noch nicht gebaut, oder? Doch, die haben wir schon gebaut. Wir haben kein Schwein hier drin. Jetzt haben wir einen drin. Schatzkammer haben wir auch noch nicht gebaut. Wir haben eh gerade kein Geld. Okay, die können wir eigentlich hier nebenpacken gleich, oder? Dann brauchen wir nicht so weit laufen. Wo ist denn unsere... Hier ist unsere Mine. Ganz versteckt. Eisenerz. Wir haben auch noch keine Kohle entdeckt, ne? Mal ganz kurz gucken, was uns hier hinten erwartet. Vielleicht finden wir ja Kohle. Wenn nicht, müssen wir es halt herbrennen mit dem... Brenner, sag ich mal. Jetzt haben wir wieder so wahnsinnig viele Aufträge. Hätte ich nur Bretter jetzt, dann könnten wir upgraden. Ja, wir haben gerade echt wieder so ein bisschen... Ich
Ich überlege jetzt ernsthaft, ob wir nochmal irgendwie. Die Bäckerei haben wir noch nicht gebaut. Baumschule haben wir da oben. Die ist aber noch nicht fertig. Fassbinderei, die Schatzkammer, die verbraucht eigentlich Eisen. Die haben wir noch nicht gemacht. Okay, hier unten ist dann nicht so schick. Hier hinten ist aber, sind sie aber zufrieden. Pass auf, dann bauen wir jetzt hier noch was dran. Scheißegal. Wir brauchen Leute. Okay, die Gerberei läuft. Nicht voll ausgelastet, aber immerhin. Und ich frage mich, was, wieso das hier nicht irgendwie an den Start geht, ne? Hier, guck mal, ist so ein Ochse oder was das ist und der geht irgendwie nicht los. Jetzt? Wieso fährt der jetzt los? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, dass er jetzt losfährt. Holt er jetzt Eisen oder wo fährt er hin? Ah, der wartet, bis ein Betrieb ihn ruft, okay. Wahrscheinlich ist das Eisenlager, diese Eisendings hier oben voll. Ja, der fährt da hoch. Okay, nice. Das ist ja cool jetzt, okay. Okay, so, warte mal kurz. Die Bäckerei. Die Bäckerei gibt ein Plus oder was? Ich hatte bei 4000 einer von 5 bei denen, okay. Ach, guck mal an. Okay, 8%, 13%. Hat das einen Unterschied hier? Hm. Zu je 200. 6 Plünderer gesichtet. Oh shit. Wie mache ich die Plünderer weg? Ich habe doch gar keine Soldaten. Okay, das macht das Gebäude hier. Okay, der hat er gekillt. Bäckerei gibt Boni. Okay, gut zu wissen. Jetzt hauen die wieder ab, wie es aussieht. Okay, jetzt haben wir, sind sie wohl wieder weg. Gut, gut, haben wir überstanden. Immerhin etwas. So, wie sieht's denn hier aus? Okay. Wo ist denn mein... Das Lager? Stein? Eisenerz und Ton hat er gerade drin.
Ein Arbeiter, das ist echt so. Nicht optimal. Okay, ich priorisiere die jetzt mal, dass die mal ein bisschen schneller fertig werden. Die Hütten. Ach, da ist er. Dorf wurde geplündert? Räucherfleisch. Okay. Ich gebe mal wieder Vollgas. Ja, wir werden dann, wenn wir mal Holz haben sollten, auf Vorrat, dann auch mal eine Palisade bauen. Ja, hier Wildfrüchte vor allen Dingen. Wildtiere. Warte mal, wir haben noch unseren Jäger hier. Wo ist denn der Jäger? Ah. Gar nichts hier hinten. Geh mal da hinten hin, mach da mal. Okay, jetzt hacken sie wenigstens Holz. 8 haben wir. Gut, okay, das heißt, wir kriegen wieder neue Einwohner dann. Okay, ich kann nur kein über. Ja, Wildtiere, ja, ist so eine Sache. Komm, bau doch das fertig. Noch 10 Baumstämme. Wir haben echt... Ne, wir haben schon jetzt hier dieses Arbeitercamp. Aber... Komm, hol lieber erstmal Holz. Holz ist jetzt erstmal wichtiger als Steine. Hol uns Holz. Wir brauchen erstmal das Holz. Damit da mal was vorangeht. Das ist ja ätzend. Ich hab denn jetzt schon gesagt, wir sollen Holz holen, ne? Komm, mach mal da, geh da hin und hol da Holz. Hol nur Holz. Okay, das Gebäude ist auch fertig. 60. Wir haben Platz für 8 weitere Personen. Ja, aber jetzt brauchen wir wieder zu viel Bretter. Jetzt kriegen wir nicht genug Bretter. Ah, doch. Na, es hält sich so die Waage. 4 Bretter, okay. Ja, aber ich habe gerade nicht so die Arbeitskräfte. Ich würd ja noch mehr bauen.
Aber es zieht ja auch ein bisschen die Attraktivität runter, sag ich mal. Ja, zieht's runter. Da geht das ja noch, aber will ich das da haben? Ach, ich weiß nicht. Da könnte man ja noch. Komm, dann bauen wir es da noch hin. Passt schon. Okay, hier ist bald die Kerzenwerkstatt fertig. 3 neue Dorfbewohner sind zugewandert. Das ist gut. Immerhin. Ich glaube, hier wird ausgebaut. Ja, hier wird ausgebaut. Sehr geil. Das heißt, hier kommt das nächste Haus. Da fehlt noch eins. Dann haben wir hier die Kerzenwerkstatt. Oh, schalten wir mal ein bisschen um. Was haben wir hier? Ja, stimmt. Am Anfang ist es immer etwas schwierig. Na, zack. Okay, machen die gut was platt jetzt. Aber Brennholz ist auch jetzt ein bisschen knapp. Ich habe auch keinen über, den ich jetzt reinpacken kann. So. Die Kerzenwerkstatt ist fertig. Dann haben wir hier den Handelsposten. Und hier wird auch schon wieder die Bäckerei wird gebaut. Und hier wird auch wieder ein Gebäude ausgebaut. Wie geil. Neue Dorfbewohner geboren. Schön. So langsam wird's doch. Ein gebrochenen Knochen erkrankt. Da kann ich dir jetzt leider auch nicht helfen. Du musst selber durch. Weil wir ja auch keinen Doktor haben. Okay, da fehlt es noch an Brettern. Dorfbewohner geheilt. Ja, super. Aber das soll es für heute erstmal von diesem wunderbaren Spielchen gewesen sein. Ihr werdet das natürlich auf meinem YouTube-Kanal sehen. Wir werden gleich das Spiel wechseln auf 7 Days to Die. Wir machen eine kurze Pause. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir doch gerne Comments, was ihr von dem Game haltet. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder. Also bis gleich. Kurze Pause. Life can be harsh everywhere. But in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve.
And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. The nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. And so, some of us decided that it was time to leave, that we'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. The journey wasn't easy. We lost many along the way. But this wild, unsettled land offers us the hope of a new start as the masters of our own destiny.